Bau der Träume, Sublevel 7. Und das sieht sehr klein aus, was eigentlich ganz gut ist, von der Welt her. Aber, ah, da sehen wir schon das fliegende Unheil. Zuhauf. Wobei die noch okay sind. Gut, 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 gut. Lass das, lass den Präsidenten da runter, bitte, bitte, bitte. Oh, ich brauch gelbe. Na, okay, das wird nix. Wir laufen mal schnell drum rum, bevor wir umgepustet werden. Ah, sehr schön. Moment. Ah, Mann, die fliegen so hoch. Oh, den Bombenkäfer habe ich bis jetzt noch nicht mal gesehen. Komm mal her, Präsident. Ah, das war gar nicht der Präsident. Das war... Gut, das habe ich natürlich gewusst. Oh, ein Glück. Gut, machen wir den erstmal weg. So, dieses Elend wäre weg. Jetzt haben wir da oben noch das nächste Problem. Da kommt gleich zu uns runter. Sehr schön. Gut, mit dem machen wir jetzt auch kurz einen Prozess. Schön. Dann tragt mal das bitte weg. Und das hier auch gleich noch mit. Und dann räumen wir gleich alles weg, wenn wir schon dabei sind. So. Jetzt muss ich mich noch um die zwei da hinten kümmern. Und um die vier. Oh, nee. Ach gut, der schiebt den gleich mit weg. Dann werde ich mich jetzt nach da oben begeben. Das ist schön. Ah, sehr gut. Oh, und er hat auch den Schatz, wie es aussieht. Sehr gut. Na, was hast du? Das ist perfekt, das rollt auch gleich zu uns. Vielleicht können wir die Gegner nämlich auch einfach überspringen. Ist das zum Aufkloppen? Ja. Na, mal gucken. Wenn es in dieser Etage wieder nur einen Schatz gibt, dann werde ich den Teufel tun, noch die ganzen Gegner dazu besiegen. Zumal die uns echt einen Witz an Geld bringen. Gut. So, wie heißt denn unsere kleine Schönheit? 95. Essenz der Begierde. Das klingt doch wundervoll. Und wir haben tatsächlich alles. Gut, dann werde ich mich jetzt hier drum rumschummeln. So gut es eben geht. Ich zoome mich mal ran. Vielleicht funktioniert das ja so wie im ersten Teil, dass Gegner nur etwas tun können, wenn sie einen auch sehen. Also, wenn wir sie auch sehen, meine ich. Dass die nur was machen, wenn sie uns sehen, ist klar. Aber ihr wisst, was ich meine. So, meine ganzen Kinder, danke. Und ich würde sagen, wir gehen in die nächste. Bau der Träume, Sublevel 8. Das sieht schon größer aus und wenn ich mich richtig erinnere, sind hier gleich überall Spinnen. Na, ja. Gut, ach und so einer, der unsere Pikmin-Kirre macht. Na, super. Lilana. Danke. Erstmal kurz ein bisschen was wegräumen. Die gleich mit, weil wir wissen ja, dass sie alle so ein bisschen doof werden, die Spinnen, wenn hier in der Nähe irgendwas liegt. Danke. So, ich nehme mal die roten. Ich mache erstmal diese Hazards hier weg, weil die sind... Was ist das? Ach, das ist eine Spinne unter einem Schatz. Ich dachte gerade, das ist ein neues Käfermonster. Aber nein. Moment. Nein, 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 bleib mal schön hier. Sehr gut. Komm mal mit. So, kusch dich mal. Ich nehme mal kurz die roten und mache das hier unten noch weg. Das ist mir doch etwas zu gefährlich. Und dann werde ich mit den gelben erstmal den Zaun wegmachen und dann werde ich mich um diese Spinnen kümmern. Falsche Richtung. Gott. So. Die Spinne erledigt sich gerade selber. Das ist sehr gut. Und ich weiß nicht, ob die uns gefährlich werden könnte, aber bevor die irgendwie gefährlich wird, mache ich sie lieber weg. So. Wir nehmen nochmal die roten. Ich mache wirklich alle Hazards komplett weg, weil ich weiß auch nicht, wie intelligent unsere kleinen Pikmin sind und wohin die den Schatz jetzt tragen. Also, nach da unten ist klar, aber welchen Weg die gehen, das ist leider nicht ganz so klar. Weiß. Und dann klopfen wir mal diesen... das ist ein Kürbis, wie geil. Das ist tatsächlich ein neuer Käfer. Hauen wir das mal kurz runter. Trag das mal.
So wird das nichts. Ich mache als allererstes mal die Flammen weg. Das Problem ist, wenn die Wasser abbekommen, dann rennen die immer so wie angestachelt umher. Wenn die dann da reinrennen, haben sie gleich das nächste Problem. So. Oh, das ist ja extrem toll gefallen. Kommt mal bitte kurz mit. Wie mache ich das denn? Die können es tatsächlich wie hohl. Sehr gut. Tragt ihn, tragt ihn, tragt ihn. Egal wohin. So rum. Dann sei das so. Gut, die kann uns nicht gefährlich werden. Die da hinten allerhöchstens. Tragt es bitte links rum. Sehr schön. Das ist gut. Den haben wir im Kasten. Die Frage ist bloß, wohin dieses Ding springt, weil wenn es genau in unsere Horte hopst, dann ist das etwas blöd. Aber wenn wir uns gut anstellen, oder wenn wir Glück haben, besser gesagt, dann tut es das nicht. Ja, sehr gut. Und dann bin ich gespannt. Ah, wir wissen nicht, ob das der einzige Schatz ist, solange dieses Ding da ist. Wir müssen es besiegen. Okay. Wir haben den Jack-O-Lantern auf jeden Fall. Oh, ist das cool. 480, relativ teuer, okay. Und ein heiß besessener Kürbis. Gut, man weiß also offensichtlich in der Pikmin-Welt, was ein Kürbis ist. Macht das mal bitte... Nein, nicht ihr. Macht ihr das mal bitte weg. Gut. Yep. So, ja, mach mal dein Ding. So, sehr gut. Was sagt unser Radar denn jetzt? Dass da noch etwas ist. Und vielleicht ist es da hinten vergraben. Das weiß ich nicht. Ich mache erstmal das hier kurz weg. Weil das ist, glaube ich, die größte Gefahrenquelle im Moment. Die blaue da ist irgendwie noch keine Gefahr, aber wir müssen trotzdem was machen mit der. Weil sonst schnappt sie sich nämlich unseren Schatz. Das wäre ein Problem. Außer natürlich, sie schnappt sich den. Das ist vollkommen okay. Sehr gut. Die kann gerne auch so bleiben, wie sie ist. Vielleicht kommt ja dann die gelbe und nimmt die mit. Jede Spinne, die ein bisschen vertan ist, ist eine gute Spinne. In diesem Falle. Sehr gut. Hier, geh mal da runter und schnapp dir mal deinen Kumpel. Sehr schön. Lila, komm mal bitte. Du hast gerade echt Probleme. Ich nehme dich mal so mit. So, und das ist gerade auch eine blöde Stelle, aber ich glaube, das können wir... Na, da die Spinnen Angst vor uns haben, ist das eigentlich ganz okay. Einmal da. Und einmal da. So, ganz vorsichtig. Danke sehr. Der Schatz ist nicht hier. Ach, der Schatz ist da. Ich sehe ihn. Okay. Dann werde ich trotzdem erstmal den ganzen Strom hier wegmachen. Ah, dann werde ich das Gift da hinten weglassen, weil das brauche ich ja dann wirklich nicht. Okay, danke. Und dann noch einmal da. Oh, unser Radar bemerkt den Schatz, wie schön. Und ich habe das Gefühl, die Spinne schnappt sich das wahrscheinlich gleich. Halt, da waren die richtigen. So. Och, Lila, was sollte das denn? Okay, dann schnappen wir uns mal Lila. Sehr schön, ah, das war perfekt. Und dann holt euch mal... Ich bin mir nicht sicher, was es ist, aber holt es euch einfach. So, jetzt muss ich aufpassen. Nicht, dass es da unten im Monster rennt, aber ich glaube... Die gehen einen klugen Weg. Sehr schön. Ja, der Lila, der kann ja gerne zugucken. Okay, sehr schön. Die sind alle vertan. Ah, das ist perfekt. Cool. Ja, das ist sehr, sehr schön. Und dann ist das hoffentlich der letzte. Lass das mal, wo es ist. Gut. Okay, so, was bist du überhaupt? Ich hab keinen Schimmer, was das sein soll. Das ist eine ultra hässliche Matroschka-Puppe. Vielleicht ist auch einfach nur ein Stehaufmännchen. Es schwankt so, ja, wird es bestimmt sein. 150 für Schwitzkasten. Das ist perfekt. Und das war der letzte Schatz. Ein Glück.
Gut, dann nehme ich euch mit und wir verduften in diese Höhle da hinten. Da muss ich ja tatsächlich jetzt noch... Kommt mal bitte ringsrum. Oh, das Lilane, da macht mir echt das Leben nicht leicht. So. Seid ihr alle da? Gut. Ich trage es jetzt einfach an der Hand so lange, bis wir quasi in der nächsten Höhle sind. Weil offensichtlich hat das Lilane Pikmin echt Schwierigkeiten, da hoch und runter zu kommen. Ach nein, wir können es nicht so lang tragen, wir müssen erst das Gift wegmachen. Okay. Dann bin ich gleich gespannt, ob wir Monster während der Cutscene sehen können, in der wir runterspringen, weil diese Spinne, da werde ich nicht vertreiben. Danke. So, wir haben 99. Ach, wo ist denn das letzte? Ach, da. Gut, okay. Ja, dann würde ich sagen, auf in die nächste Etage. Bau der Träume. Sublevel 9. Das sieht sehr erholungsmäßig aus. Oh, das wäre schön. Na, bist du eine Erholung für uns? Mit Schatz vielleicht sogar? Du hast keinen Schatz, aber du bist eine Erholebene. In der es nichts gibt? Fragezeichen. Oh. Es gibt etwas. Das habe ich nicht kommen sehen. Okay, wir machen das ganz klug. Danke sehr. Ich habe zurzeit echt Schwierigkeiten, die zu treffen. Danke. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wenn das ein Pupskäfer war, dann gibt es hier bestimmt noch mehr als diesen einen. Das habe ich ultra gut gemacht. So, 100. Wo ist er? Da ist der Übeltäter. Danke. Oh, sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. Oh, wir können unsere Vorräte mega gut aufstocken hier. Gut, da ist nichts. Dann werde ich mich jetzt nochmal hier hinten umsehen, weil die werden bestimmt noch einen irgendwo versteckt haben. Vielleicht auch so einen glänzenden und nicht nur diese pupsigen. Na gut, man weiß ja nie. Vielleicht fällt ja auch noch was von der Decke, wenn man uns irgendwie reinquetscht. Ah, auf sowas habe ich gehofft. Ich brauche den da. Sehr gut. Ja, das war auch sehr schön. Ah. Und hat er sich verdrückt. Ah, das ist nicht schlimm. Ah, wir haben jetzt endlich nur noch Blumen. Ah. So, und hier ist ein normaler. Ah, die habe ich ganz vergessen, dass es die auch noch gibt. Danke sehr. Sehr gut. Und sehr gut. Ein Ultra-Motivier-Spray. Davon habe ich noch 16 Stück. Das heißt, das benutze ich sowieso nicht so oft. Da kann ich ja auch mal regulär davon trinken. Aber Ultra-Bitter-Spray werde ich mir jetzt wahrscheinlich gekonnt verdoppeln. Packt euch mal... Na... Hier. So, stell dich mal hin. Danke sehr. Jetzt schiebe ich dich mal etwas ran. Sehr schön. So, wir hätten erstmal 10. Da muss ich auch aufpassen, dass ich nicht aus Versehen in beide gleich renne. Also werde ich rechts rumlaufen. Komm schon, Olimar. Nur noch ein Stück. Sehr gut. Und ja, auch ein Stück. Ah. Sehr gut. Und jetzt habe ich, glaube ich, hier hinten nochmal irgendeins beim Höhleneingang. Ja. Ich glaube, das lässt sich ganz angenehm sammeln. Ja. Sehr schön. Von 8 auf 16. Ich habe es tatsächlich verdoppelt. Eigentlich meinte ich nur, wir verdoppeln die Tropfen. Aber so gefällt mir das auch ganz gut. Wir gehen in die nächste Etage.